Moin zusammen, jetzt geht es zu dritt nach Grafton mit null Beweisen und hoffentlich bekommen wir einen lieben Geist. Hoffentlich läuft es einigermaßen gut. Danach werden wir vielleicht nochmal mit dem 9,2-fach ein bisschen spielen. So. Ah, Aufgaben sind doch schon mal gut. So, Brecki hinterm Master Bedroom. Nee, dann bekommt man diese Aufgabe nicht, wenn man mit null startet. Die ist dann nicht aktiv. Wäre ja sonst zu einfach. Okay, wir bereiten vor und dann geht's da rein. Rein da. Mach das Licht an. Ach, das Küken macht mit. Wir haben endlich wieder Laternchen. So, dann laufen wir erstmal zum Brecki, wie immer. Ah ja, ich habe ja auch noch... Ups, ich habe meine Taschenlampe vergessen. Egal, ich habe ja hier den... das Laternchen. Kein Versteck beim Brecki. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Knochi oder ein Geisti ist. Ah, guckt mal, die Laternen, die machen ja auch schon sehr viel Licht, ne? Also, die sind echt gut. Hast du einen Knochi gefunden? So. Okay, wir haben versteckt bei den Waschmaschinen. Ja, Kiki, du hackst ab bei B. Ghosty, are you here? Show us. Ich glaube, ich habe oben irgendwo was gehört, oder wart ihr das? Irgendwas habe ich gerade gehört. Das klang gerade komisch. Ghost, where are you? Show us. Ich habe hier unten eine Tür gehört. Oh, der ist im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer habe ich kurz Atem gerade gesehen. Und da ging dann eine von den Türen da hinten. Haben wir einen Orb? Na, ist jetzt hier schwierig. Wir brauchen hier zwei Kameras, weil es hier so viele Türen gibt. So, Kruzi liegt hier in der Mitte. Können wir da noch ein Kruzi hinmachen? Sensoren. Ja, da hat er was geworfen. Ah, bei mir stampft's. So, dann machen wir hier einmal ein Kruzi hin und ein Laternchen. Einfach nur, um den Bereich hier auch abzusichern, dass der nicht hier handeln kann. So, EMF muss hier hin. Parabol liegt hier auch schon. Und eine Kamera. Okay, so, die können wir hier hinstellen. Haben wir den Sessel? Oh oh. Oh oh, haben wir den Sessel? Ja, wir haben den Sessel. Gut, ich dachte schon. Ich dachte gerade, wir haben den Sessel nicht. Wie machen wir den aber nicht? Sogar im Dunkeln. Ja, gestern hatten wir noch einen Schadigen mit dem Null Sanity. Was meinst du, was ich mir da in die Hosen geschissen habe, da bei dem unten im Geisterraum zu stehen, ey? Ich habe mal kurz gesagt, ja, ich will nächstes ein paar Fotos machen. Ja, die habe ich ja extra da stehen gelassen dafür. Ich habe da noch einen Sensor zur Küche hingemacht, dann siehst du es auch, wenn er in die Küche abhaut. So. Telefon! Kann ich ein Foto vom Telefon machen? Telefon müsste funktionieren. Hier, ich tue noch ein bisschen Salz hier hin, dann kannst du dich ja mit dem Salz austoben. Da ist er sofort reingelatscht. So. Das letzte packe ich da oben hin. So, noch ein Foto.
Okay. Ich muss mir nachher noch eine Taschenlampe da holen, weil ich habe die vorhin vergessen zu nehmen. So. Machen wir schon mal einen kleinen Polti-Highway fertig. Ein Tellerchen. Dann können wir nachher auf Polti checken. Doch beim letzten Foto schläft er natürlicher. Ja, zur Not kannst du auch später einfach ein Salz fotografieren. Pustet er natürlich die Laternen aus, ne? So, packen wir uns das hier auch noch hier rüber. Können wir das hier auch noch da reinwerfen? So, hat er genug Items zum Spielen. Hast du die Tür hier zugemacht? Küken, hast du die Tür im Master Bedroom da zugemacht? Ich glaube mal nicht. Die war nämlich zu. Ich habe die, glaube ich, vorhin aufgemacht. Müssen wir mal beobachten. Also, ja, so abgehakt hören wir dich. Also, wir müssen immer versuchen, die Türen aufzulassen. Okay, so, Versteck ist auch vorbereitet. Dann können wir noch einen Moroi-Test machen mit dem Parabol. Und ja, dann haben wir hier eigentlich schon alles aufgebaut. Soweit können wir das ausmachen. Toll, ich halte das Parabol drauf, krieg sofort einen Whisper. So, dann gucken wir mal nach der Sanity. Kiki, was machst du? Bist wieder AF Kiki? Okay, wir sind bei 80% im Durchschnitt. So, ich bin zwischen 84 und 86%, okay? 84 und 86. Ich nehme noch eine Kamera mit für die andere Seite, für die Türen. Okay, ich habe jetzt zwei Kameras auf die Türen ausgerichtet und eine stelle ich dann hier jetzt noch in den Flur hin für später. Ich stelle mir hier so hin. Dann kann man nämlich hier auch den Geist beobachten, wie er da langgelaufen kommt. So. Also 84, 86. Ich muss mal kurz Licht hier anmachen, weil ich mache gerade den Moroi-Test. 84, 86, 84, 86. Ja, bestimmt. So, ich habe das Licht wieder ausgemacht. Ich guck mal kurz, ob meine Sanity runtergegangen ist wegen dem Moroi. Also 84 und 86 war das. Ach, Kiki bewegt sich auch mal wieder. Ich war vorhin zwischen 84 und 86, jetzt bin ich zwischen 81 und 85. Nee, aber ich glaube nicht, dass das ein Moroi ist. Kiki, du kannst ja mal, wenn du willst, meine Sanity kurz beobachten. Ich bleib mal kurz im Licht. Sag mal, ob die runtergeht oder ob die so bleibt. So. Dann bleiben wir kurz im Licht und gucken mal. Mhm.
Na, zu uns gekommen ist der auch noch nicht, ne? Also es ist wohl auch kein Banshee. Also, Wraith ist raus, Banshee ist raus. Und Kiki, geht meine Sanity runter? Ja, Mama guckt jetzt gerade. Sie ist ja AM Kiki. Ah, ich erzähle es dir jetzt auch. Ich kann das so schlecht. Das. Und. Was? Es ist nichts runtergegangen. Nicht runtergegangen. Also Moro raus, okay. Ist da oben der Schrank frei? Weil Kiki müsste auch mal reinkommen und die Sanity drain, weil wir haben die 25% Aufgabe. Mama kommt. Die Sanity ist jetzt auf 75. Okay. So, jetzt habe ich eine Kopflampe mal mitgenommen. Gucken wir mal, ob wir hier das Versteck haben. Dann kann sie sich nämlich hier reinhocken. Na, ist nicht verfügbar. Na, der Schrank oben ist leider nicht verfügbar. Dann musste sich hier oben hinter einen Sessel hocken, müssen wir hier eben das Licht ausmachen. Kannst dich oben hinter einen Sessel ins Dunkle setzen. War das ein Airball? Ja. Okay, Oni ist raus. Ja, jetzt schon. Geh oben hinter den Sessel, weil wir müssen die Sanity runterkriegen. Okay. Küken, sind da noch alle Türen auf? Weil ich habe die vorhin alle aufgemacht. Was? Ich baue hier gerade meinen Markus Tower. Ich gucke mal kurz. Achso, ich dachte, er wäre hier drin gewesen. Ich dachte, er hat gerade den Airball abbekommen. Okay, wir warten dann mal kurz, bis die Sanity runter ist. Bis gleich. Ja, aber nee, ich glaube, ich erinnere mich schon, wie ich den Basketball rausgenommen habe. Da habe ich die vielleicht zugemacht. Das kann sein. Bei mir ist die aber offen, oder hast du die jetzt gerade aufgemacht? Ja, ich habe die jetzt gerade offen gemacht. Ach so, also hast du sie wahrscheinlich vorhin zugemacht, ne? Ja. Hey, was macht der denn da in der Küche? Er wollte gerade in die Küche laufen. Okay, da hinten, die ist auch noch auf. Ich habe die Kameras so ausgerichtet, dass wir die Türen sehen können. Okay, es war normal. Wo ist denn das EMF? Das können wir da ja auch in der Nähe lassen. Oh, der macht den Fan an. Dem ist es hier noch nicht kalt genug. War das der Brecki? Ja, es war der Brecki. Ja, hinter Master bei Tum, aber sei vorsichtig, da ist kein Versteck beim Brecki. Guck mal schnell nach der Sanity. Okay, der Geist kommt da aber gefühlt eh. 50%, sei vorsichtig. 50% jetzt gerade. Wir sind gerade auf 50% gefallen, der kann jetzt bald handeln. Lauf da raus. Boah, Hilfe, Hilfe, die hat mir gerade so einen Herzinfarkt gegeben. Wieso, war es ein Event oder was? Ja, die, boah, ey, boah, pff, die steht da plötzlich mit ihrem Halbarsch. Hat's für den ganzen Arsch nicht gereicht, oder was? Mein Gott. Oh, Mann. Eingebildeter kann man auch nicht sein. Okay, mal gucken. Wir haben ja, das Kurzi ist irgendwo in der Nähe der Laternen. Brecki ist wieder aus. Okay, kein Onryo. Onryo ist raus. Und Jin logischerweise auch. Okay, lass uns mal hier auf den Geist gleich warten. Ach scheiße, das Kurzi. Soll ich den Rekker haben? Nee, lieber nicht. Ich nehme das Kurzi weg. Komm, lass uns hier aus dem Bereich verschwinden. Lass sie ruhig handeln. Wir können den Brecki nach dem Smudgen wieder einschalten. Wir können ja mal gucken, wie die hier alles wirft. Wir haben ja hier Taschenlampen und Laternen. Hoffentlich sehen wir genug. Okay, warten wir jetzt auf den Hand. Mal auf
Also die Ochen und Shade sind raus, weil die ja genau bei 50 versucht hat zu handeln. Okay. Oh, Hantu! Siehst du den Atem? Oh, ja. Man kann die sogar im Dunkeln an ihrem Atem sehen. Das ist so lustig. Ja, okay. Ist jetzt hier ein bisschen kühler geworden, weil der Brecki ein bisschen aus war, ne? Wie schnell die im Wohnzimmer ist. Mami. Wie die im Wohnzimmer am Flitzen ist, ey. Jetzt kannst du in Ruhe den Brecki anmachen. Gut, dass der Brecki aus war, weil dadurch konnten wir den Hantu ja direkt erkennen. Okay, wir müssen nur noch hier im Dunkeln bleiben wegen der Sanity und dann haben wir alles. Ja, genau, ist jetzt Schluss hier mit der Raserei. Rast hier wie eine Wilde durch die Gegend, ey. Raus, hier raus, die Aufgabe ist fertig. Ist die fertig? Kiki, komm runter, Aufgabe ist erledigt. Gestern war auch so lustig, habe ich gewartet, bis Kiki draußen ist und dann wird mir die Tür mal wieder ins Gesicht gehauen. Raus, raus. So. Kiki, weißt du noch gestern, wo ich dich rausgelassen habe und der Geist haut mir die Tür ins Gesicht? Ja, ja, lustig. Das war auch so gemein gewesen, ey. Echt? Welcher Geist war jetzt? Das ist ein Handtuch. Ey, der hat da gerade was durch die Kamera geworfen. Das sah jetzt aus. Ich guck nur noch mal kurz nach einem Orb, ob da irgendwo einer ist. Da, hast du es gesehen, wie der gerade das Glas geworfen hat? Das war jetzt lustig. Bei der anderen Kamera hat er das so ins Bild reingeworfen. Das war auch witzig, ey. Ich sehe da keinen Orb, also ist sehr wahrscheinlich ein echter Hantu. Da hat er gerade schon wieder was geworfen. Okay, habt ihr Hantu drin? Yes. Dann Abfahrt. Sein Markus schreien. So, und es war ein echter Hantu. Es ist ein Perfect Game. Juhu. Hat ja super geklappt jetzt. Boah, ey. Aber ganz schön abkassiert dafür, dass es so eine schnelle Runde ist. Ja, wir haben mal Glück gehabt mit dem Geist, ne? Genauso wie wir gestern Glück gehabt haben mit dem Geist. So, das sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah ja, genau. Übrigens. Jetzt fehlt mir noch der eine Runde. Zweimal hat er nur den Breaker ausgemacht, ne? Für die Statistiken führen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.